So, und wir sind wieder live dabei, jetzt in Horizon Zero Dawn. Nochmal kurz als Zusammenfassung. Zuletzt wurden wir ja, was wurde das, als Sucherin, als Seekerin deklariert, um zum einen herauszufinden, wer denn hier die Erprobung angegriffen hat. Und dafür brauchen wir den Status, um hier den Nora, das Nora-Gebiet zu verlassen. Dafür sollen wir uns mit Mira in Mutters Krone, also Mother's Crown, hier treffen. Aber auf dem Weg haben wir dem Kollegen, wie hieß der nochmal? Wer kann sich daran erinnern? Der stand doch hier, der Kollege. Können wir den hier sehen? Verdammt, wie mache ich den Gaul nochmal schneller? So offensichtlich nicht. Dann renne ich jetzt mal kurz ran. Ich kann nicht mehr mit dem reden, ne? Ich werde verrückt. Ah, doch, Val, ganz genau. Val hat uns prinzipiell gesagt, dass wir uns doch eventuell mal... Priest of Kushak hat's richtig gesagt. Für Val sollen wir seine Mutter suchen, die Generälin. So, mal gucken. Okay, damit stoppen wir. Und mit X geht das schneller hier. Los! Naja. Also das heißt, das muss für Aloy das erste Mal sein, dass sie wirklich raus aus diesem, ja, Becken kommt. Oh, guck mal, da kommt uns auch schon der erste... Ruhig, Alter. Ganz entspannt. Lol. Ich trampel den Typen gleich platt. So, das haben wir geschafft. Na, da, wenn der mir entgegenkommt, Kren. Na gut, da muss die Mutter vom Val wohl ein bisschen warten. Dann müssen wir erstmal mit dem Kren sprechen, was der will. Were you injured when the war party was ambushed? Not exactly. And I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking. Ist das auch ein Ausgestoßener, ein Outcast? You're hurt. What happened? My name's Kren. I thought I'd have a go at the trials at the hunting grounds over the rise. You know, hone my skills. It didn't go very well. Tja. Schade für dich. ich sollte nicht mit dir reden. Muss ein Ausgestoßener sein, oder nicht? I stole a bow, okay? And got cast out. This was before the proving. So now I can't even fight for my tribe in its time of need. I have to live in the wild by myself, which is why I wanted some training. Honestly, I'm just glad the keeper would talk to me. I think he might be in exile or something. He doesn't seem to care about the laws of the matriarchs. Things aren't exactly going your way, are they? Is there anything I can do to help? No, no. I'll be all right. My father always said our mother had a plan for me. Before he got run over by a strider anyway. Ja! Hat ja gut für ihn funktioniert. Ich glaube, da gibt uns gar keine Quest am Ende. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir ihn irgendwie für seine Situation helfen sollen. Freeze im Chat sagt richtig, da kommt ein Nora auf einer Maschine geritten, der normalste auf der Welt. Ich meine, der selber, ne? Da ist er, der ist von seinem eigenen Leid schon so voreingenommen. Aber ist richtig, der sah so ein bisschen so aus wie der Tape, ne? You got injured at a hunting grounds? How? Well, I was aiming for a canister on the back of a grazer and my bowstring snapped and I tripped and forget it. It wasn't pretty, okay? I just wanted to train a bit. Hunting grounds are perfect for that. They offer trials, which are like challenges, and they give you marks if you accomplish objectives or beat certain times. The keep is up there on the hill, just to the north. Talk to him to do a trial. I'm sure you'd do better than I did. Kann ich mir... Oh, das war's dann auch, ne? All right. Be careful. Especially if you're heading north. And be sure to hit the hunting grounds if you want to train up. Naja. Achso, da oben ist das dann auch direkt. Das scheint dann so ein bisschen, ja, wirklich Challenges zu sein. Bin nicht sicher, ob ich das jetzt direkt machen will. Ich bin ein bisschen interessierter gerade. Eigentlich müssen wir mal kurz gucken, wo müssen wir hin. Ach, einfach der Straße prinzipiell folgen. Hü! Hot! Hot! Weiß nicht. Oh, guck mal. Treffen die uns jetzt eigentlich... Oh ja, die werden eventuell wirklich aggro. So. Was wollte ich nochmal sagen? Ja, ich bin da jetzt eigentlich mehr interessiert, die Mutter von dem Val zu finden, weil ich finde das nicht so schön in Spielen, wenn da jetzt prinzipiell die, ja, eine Quest so offen ist, dass ich jemanden schnell suchen soll, dass die Gefahr sozusagen richtig groß ist. Gut Deutsch, die Kacke ist am Dampfen und dann geht man erstmal 10.000 Nebenquests machen. Grüß dich, Ralex, und mit seiner Runde. Willkommen
zu Horizon Zero Dawn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. So, weiter geht das hier. Was sind das hier so verlassene Häuser überall? Oh, Lager. Lol, habe ich gerade hier irgendwas platt getrampelt. Oh, da kommt dann auch schon die nächste Person mit. Und ein Händler, halt! Hot, 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 hot. Wie ist das? Hü, da geht's schneller und hot, da geht das langsamer, oder nicht? Hier könnte ich auch vor allem mal speichern. Ja, da hinten die, ne? Was sind das für Viecher? Haben wir die schon gesehen? Ja, das sind Graser. Die kennen wir eigentlich schon, oder nicht? Oder nee, sind das andere? So. Wie geht's dir, Lachs? So, gucken wir mal kurz, ob wir mit dem Händler sprechen können. Was hat der eventuell alles im Angebot? Kriegsbogen, Scharfschuss, den habe ich ja schon gekauft. Rassler? Bolzenwaffe für kurze Distanzen. Ah, das ist wie eine Shotgun, schätze ich mal. Karja Jägerbogen, den haben wir schon. Schattenschleuder. Scharfschussbogen. Kann das sein, dass es hier nicht so viele verschiedene Bögen gibt? Ich bin nicht sicher. Naja, da hinten hat noch jemand eine Quest, glaube ich. Oh! Tatsächlich! Warte. Da sind aber zwei Leichen hier. Und eine drei sogar. Okay. Lass die Mutter von Val noch einen Moment warten. There's danger ahead, girl. Danger for you, Outlander. This is Norland. Yes, yes, yes. Trespass is forbidden on pain of death. Strange phrase, the pain of death. See? This one's in no pain at all. Who was he? A thief, slaver, a killer. The kind that give honest killers a bad name. Farrell told me there would be bandit ambushes on the road. Well, it's not all good news. Also, sind Banditen, meint er. Always come to you. Most dig out a camp and there they'll sit like spoil on meat. Unless someone does something about it? I like you. Follow the trail of smoke on the other side of the ruins. Haut er jetzt wirklich ab? I'll be there. Der mit den Reflektoren? Das war's? Reflektor-Mensch? Ich hab... Nil. We'll see each other again. Okay. Stell sicher, dass er seinen Reflektorenhut mitnimmt. Habt ihr das gesehen? Da bekommt dann Alax extra einen Emote, meinst du? Ja. Wüstenglas. Nicht mehr sicher, was ich damit machen kann. Also der meinte... Oh, Schatzkiste. Bisschen merkwürdig ist dieses Item. Oh, warte mal kurz. Ah, da sehe ich ein paar Sachen in der Gegend, die ich eventuell mir angucken will. Vielleicht werde ich doch nicht sofort mit dem Gaul weitergehen. Altes Waffenlager. Ah, das ist diese eine Nebenquest. Kann man das eigentlich auch als Sub-Symbol einstellen? Was als Sub-Symbol? Saving these for the trail. Aber interessant, war das einer von, war der von demselben Stamm von den Leuten, die da bei der Erprobung waren? Ja, gerade? Ich glaube, mit dem Hut kannst du dich nicht so gut anschleichen. Da leuchtet jemand in der Taschenlampe entgegen und da sind die Reflektoren im Hut. Und hier sieht man nochmal ein paar Überbleibsel der, ja, vorherigen Zivilisation unter Strommast. Ich hoffe, dass ich hier hochspringen kann. Ah, oder brauche ich den Gaul aus Skyrim? Ach so, meinst du? Das als Symbol. Nee, das kann ich momentan noch nicht mal ändern. Ah, da hinten ist der... Der scheint alles so ein bisschen, was in der Nähe ist, automatisch zu entdecken. Hier gibt es so eine kleine Siedlung scheinbar. Gehen wir erstmal hier lang. Sind das da richtig... Guckt's euch an! Da hinten, richtiges, kaputtes Hochhaus. Eine alte Stadt muss da hinten sein. Gerade geht die Sonne unter. Vielleicht können wir die, wenn wir hier sowieso die Mutter von Val gefunden haben, die Generälin, die versucht hat, die Eindringlinge zu verfolgen, dann in Richtung Stadt gehen. Okay, da müssen wir doch wieder hier zurück. Ah! Lol! Okay. Gut. Da sind wir mal eben hier ordentlich reingefallen. Na, guck mal, hier ist noch so ein Teil wie damals. Metallblume.
Unbekannte Macher hat Spuren von Saatkeimen, ein gebettetes Codefragment entdeckt. Funktion, wenn dieser Schössling zum Baum heranwächst, wer wird hier sein? Sagt mir nicht viel. Bisschen überraschend hell hier gerade. Bunker entdeckt. Okay. This is in a cave. It's a ruin. Steht da einer? Bin ich bekloppt oder steht da hinten jemand? Mit so einem blauen Helm. Warte, wie schleiche ich nochmal? So nicht. Weiß gar nicht, ob da jemand steht oder nicht. Vielleicht ist der eingefroren, das ist ein Gefängnis oder so. Okay, komm, gucken wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht scannen wir das Ganze hier mal. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Komme ich nicht durch? Vielleicht haben wir... Interessant, für die Tür finden wir gar keine Öffnung. Ja genau, das ist auch so ein Bunker. Brandschutz verstärkt. Ah, die Tür. Okay, da hinten, da würde ich rauskommen. Aber ich komme hier... Ne, hier komme ich nicht rein. Das ist alles eingestürzt hier. Ich weiß nicht, ob das eventuell auch so eine Bunkeranlage war, wo wir als Kind reingefallen sind. Vorratskiste. Das ist keine Soundfile oder so. Textprotokoll, Datenprotokoll. Ah! Immerhin, wir können es durchlesen. Ultragewebe-Tests Mark 7.1 Oktober 65. Ergebnisse ballistische Test. Hinweis, Gewebe verengt sich nicht richtig bei lokalen Aufballtests. Wir müssen die vorhanden... Ist ein Dead? Aufprall, Torso? Ultragewebe-Tests. Ultragewebe? Armor. From the age of the old ones. But how do I get to it? Ah, das ist eine Rüstung. Das ist kein Mensch. Die sieht aber cool aus. Ich finde, die würde aber überhaupt nicht zu unserem Outfit passen, oder? So richtig Highstech. Highstech vor allem. Red light. I'm not getting in. Untersuche die Schalter. Devices are missing power cells. I'll have to find power cells to get these to work. Warte mal. Hab ich nicht, There. Fits. Perfekt. I just need to slot in one more. That's two. It's some kind of code. Maybe there's a clue nearby. No way! Das sind die zwei, die ich dann in diesen, die ich in den Anlagen gefunden habe. Und zum Beispiel Mother's Heart. I think the old ones use numbers like this to indicate time. Ah, jetzt sehe ich das erst. Hier. 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr. Das sind Richtungsweiser. Also 12 Uhr, vielleicht von links. 12 Uhr, 15 Uhr. Gucken wir mal. Warte mal, 12 Uhr ist doch richtig. Oder nicht? Oder ist das von der Seite aus? Soll ich mal drehen und nochmal drehen? Maybe there's some more information nearby. Looks like each dial has four positions. 15 Uhr. Maybe if I get each dial in the right position. 18 Uhr. 21 Uhr. Also prinzipiell 9. Jawohl! Now to check the door. Ja! Geil! Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Bet. Das heißt, das Teil hängt noch fest hier. Ah, das glaube ich es nicht. Können wir es wenigstens nah angesehen. Alter, ist das eine Rüstung. Krass. Okay, was hatten wir hier nochmal? Ultragewebetest. Das war nur das, was wir schon gesehen haben. Ich habe mich schon gefreut. Okay, warte mal kurz. Yeah, this is useful.
Hit. Ultrige Fortschritt. Gucken wir uns das mal an. General, Sie wollten es schnell, billig und gut, und das werden wir liefern. Durch die Verwendung eines ernsthaft schnell, billig und gut. Das ist sozusagen wirklich das, was sich jeder wünscht, glaube ich. Der Schuss mit einem 400 EV Hartlicht-Mikroprojektor. Dazu müssen wir nur wissen. Möge Gott, ich weiß, dass die Ressourcen bereits bis zum Äußersten ausgereizt sind, aber jede weitere Verzögerung würde den Zeitplan gefährden. Deswegen bitte ich um schnellstmögliche Rückmeldung. Möge Gott in diesen dunklen Zeiten mit Jane und Ihnen sein. Mit Jane und Ihnen sein? Ha! Okay, das ist prinzipiell also eine 0 plus Ultra-Rüstung hier, die sie fürs Militär früher gemacht haben. Okay, mal kurz gucken, ob wir diesen Mechanismus finden, um das zu öffnen. Maschinenkern. Jane, die von Tarzan, meinst du? Warte, ist das hier? Ah! Das ist dann, um den Mechanismus zu öffnen, ja? Da kommt es auch. Sammle Energiezellen. 3. Weil da fehlen... Ah! Ey, das ist ja fies. Ah, okay. Die geben einem am Anfang genügend, Möglichkeiten, um das Leckerli hier, aus der nächsten Nähe zu betrachten. Aber die geben einem nicht genügend Energiezellen, um das Teil freizuschalten. Naja. Energiezellen. Ich sag mal so, wir haben was. Innerhalb von den ersten 5-7 Stunden 2 Energiezellen bekommen. Das heißt, in den nächsten 9 Stunden, 10 Stunden kriegen wir es dann hin. Das müssen wir ja im Weg rausfinden. Mal gucken, ob es hier hinten... Der 90% Gameplay gehen wir nicht raus, sagt Shinlu. Hör mal. Ich habe auch nicht vor, hier so easy... Oh, wie komme ich denn hier raus? Ja, aber ernsthaft, wie komme ich hier jetzt raus? Kann ich mich hier irgendwie mit einem Enterhaken raushakeln? Oder kann ich hier... Ich kann ja wohl nicht da oben hochklettern oder so, ne? Ah, warte, hier vielleicht. Jawohl. Ja! Go, Jane! Dann hoch und hier nochmal... Es ist jetzt Nacht geworden draußen. So, guck mal, wie die springen. Das ist mal richtig hier. Ja, das ist Nacht geworden. Guck mal da hinten, da sieht man noch so... In welche Richtung gucke ich gerade? Ja, das ist der Berg, wo, glaube ich, die Erprobung muss ja auf diesem Berg gewesen sein. Wo man Teile von dieser Maschine noch sieht, von der, wie hieß die nochmal? Devil Machine? Nein. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. So. Läuferareal. Lass uns mal ein paar Läufer umlegen und dann bewegen wir uns auf das in Richtung von dem Schlachtfeld. Metallteufel. Metal Devil. Danke, Shinlu. Danke, Priest. My focus is picking up some kind of signal. Maybe I can scan it. Ernsthaft? Wo? Ach, da oben. That signal. Where is it coming from? So, warte. Lohebehälter, Schwäche, Feuer. Ja, dem können wir leider das nicht benutzen. Mal gucken, ob wir den einfach so wegschießen können. Lol. One-Shot-Kill. Da brauche ich ja gar nicht mehr das Feuerdings. Hart. Ja, eine Menge. Oh oh. Alter, ist der Bogen heftig. More than equipped to take you on. What? Ist der hart? Ich dachte dadurch, dass er keinen Feuerschaden macht. Aber dadurch, ja, der macht halt so einen krassen Schaden. Mit den Standardpfeilen. Dass das, ich glaube, gegen Humanoide sollte das Teil richtig Bombe sein. Wahnsinn. Die kritischen Stellen waren das gerade. Oh, und vielleicht. Ja, genau. Oh, da unten gibt's das Lila. Das, ich habe genügend Online-Rollenspiele gespielt, um zu wissen, dass Lila was Tolles ist. Altes Gefäß, Bogen. Wer. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, scheint die Torlande zu zeigen.
Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnung angetauscht werden. Ha! Also, cool, das kann man sozusagen zum Handeln benutzen. Wenn man genügend davon findet. That must be Devil's Thirst. Wow, sieht das geil aus. Ganz genau, eine Stadt von den Urahnen. Urahnen? Aber richtig geil, wie das aussieht, wie das Wasser runterfließt. Ich weiß nicht, ob das hier eventuell ein Fluss immer schon war. Man kann ja auch erdenken, dass das vielleicht früher, was weiß ich, eine Autobahn war. Ja, und jetzt regieren die Maschinen. Früher waren es unsere Diener, jetzt sind es die Meister. Und die Natur hat sich die Welt wiedergeholt. Sam, ich glaube, mit so einem Code kann ich dir leider nicht helfen. Aber ich glaube, da gibt es auch keinen Universalcode. Warum sind hier eigentlich so viele tote Wächter? Ach, vielleicht von der von unseren Kriegskollegen. Wir sind auf jeden Fall offen. Oh, da hinten sieht man schon eine weitere Quest offen. Nett, dass du mir etwas von deinem Erz überlässt. Danke für den Bit. Freut. Jetzt sind wir schon bei 2 Witz, Alter. Oh, verdammt. Ah, hat nicht geklappt. Dann kommt er halt in den Nahkampf. So, perfekt. Puzzle Surprise. Das wäre doch mal ein Emote. Oh oh. Ja. Oh, oh, ruft er um Hilfe? Kommt da eigentlich auch Hilfe? Jii. Komm her. Ich glaube, ich werde einfach mal. Na komm. Guck mal, mit dem Bogen muss man sich gar nicht mehr so eine Mühe geben. Mit 2 Schüssen, da ist das schon. Ah, da haben die vielleicht die Herde hinten aufgeschreckt. Nee, scheinbar nicht. Guck mal, da ist ein Lachs im Wasser. Kann man. Kann ich. Don't have ammo for this weapon. Ah, lol. So zum Thema. Eben über den Strom schwimmen und nicht gegen. Alex, wie ist es dir ergangen heute? Ah, da sieht man diese eine da hinten, das ist diese Siedlung, aber gehen wir jetzt erstmal hin. Der ist aber richtig in dem Inkognito-Modus, der Kollege heute, ne? This must be where the war party got massacred. Such destruction. Also stimmt, hier sind die ja hingegangen, um die Eindringlinge, die die Erprobung angegriffen haben, zu verfolgen und sind die aber ein gutes Stück gereist, ne? Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche Hinweise finden. Auf jeden Fall eine Menge Blut, ne? Maybe the war chief left something behind. Some the Nora managed to take down a corruptor. Lots of machines. All controlled by the killers. Ah, das war dieses Corrupter Verderber. Das war das Teil, was uns da angegriffen hat. But not before the killers used it to send the other machines against them. Das heißt, die haben genauso wie bei den Angriffen auf uns, ja. It's like Varl said. Another massacre. Massaker auf jeden Fall. Also mit diesen Verderbern haben die Eindringlinge, die Kultisten vielleicht, die Maschinen auf die Nora geheizt, ne? Der ist bestimmt nur gekommen, weil Arx auf die Tastatur schläft und dann aus Versehen gespendet hat. Ich glaube, er wollte sein Zeichen wieder haben. Okay. Ich suche den Kadaver eines toten Wächters. Gucken wir doch mal oben, wo die herkam, oder nicht? Da oben ist was. Scraps of food. The killers rested here before springing the trap. Lunch before a bloodbath. Brave, monsters. Let us speak. Lol! Wer? Wer da? Boah, dieses geile Licht, Alter.
das Hammer? Wer hat uns da gerufen? War das der Truthahn? Nee, da unten ist jemand. Ist das der Wal? Nee, dran. Oh, der sieht verwundet aus. Es wird auch schon wieder Tag. Hey, Mann. The dead and wounded all cleared away. Are there no more Braves or healers here? Just me. You're hurt. What happened? I didn't. It's madness out there. War Chief Sona sent me back to report. I'm no good to her like this. Also, das heißt, sie lebt noch. So, you were here when the war party was ambushed. I was. I thought after the proving there could be no darker day, but I was wrong. The war chief was delayed gathering the rear guard. Eager for revenge, the Braves in the lead fell into the trap. Dozens lost in minutes. If Sona hadn't arrived and rallied us, no one would have survived. Das ist richtig. Varl told me that the war chief tracked the killers. Did she find them? We followed their trail, but again and again they sent corrupted machines to attack us. My wounds started to slow me down, so the war chief sent me back to let others know she hasn't given up the fight. Varl sent me to look for Sona. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, southeast of the ruins at Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the embrace and report what I know to Varl and the others. Jo, mach das mal. All Mother lend you strength. You'll need it. Bring dich in Sicherheit, Alter. So. Das heißt, ja gut, da müssen wir hier einmal wirklich kreuz durch die alten Ruinen. Leute, was sagt ihr? Wir gehen durch die alten Ruinen hier mal. Dann war ich doch, heute geht's uns aber wieder gut. Ha! Top stehen, Lu. Da geht der... Da gibt dir der gute alte Sam sogar Punkte für. So, genau, decken wir uns erstmal ein bisschen mit Vorräten. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich hier nötig ist, dass wir so viele von den Tieren hier jagen. Komm. Maschinen. Wo? Was? Ah, wie sogar sich die Sonne reflektiert. Wo ist das Signal? Ich bin gerade sicher, wo das Signal sein soll. Da gehen wir jetzt einfach mal in die Ruine rein. Na, Emma, hier, spring mal hoch. Mein Gott, ist. Ach so, mein Gott, da hätte ich rüberlaufen können, ich Depp. Das habe ich gar nicht gesehen durch das Wasser. Dabei ist das doch so Teufelsdurst, Devil Thirst. Ja. Das heißt, die ehemalige Stadt hier wirklich von den, ja... Das frage ich mich auch schon, wenn diese Leuchtfarbe haben, um die Steine zu markieren. Oder vielleicht sehe nur ich das? Nee, das macht ja keinen Sinn. Boah, ist das hier grün. Ganz anders als... Oh. Ich frage mich ernsthaft, wie die das verwerten eigentlich, das Gras, was die abbauen. Da. Oh, verdammt. Oh, oh. Ach, aber Tarnsinn haben wir sogar mehr bekommen. Die Firma dankt. Mal gucken, ob wir den leise... Oder können wir den überschreiben? Ne, den können wir nicht überschreiben. Schade. Wahrscheinlich ist er zu groß dafür. Raserherz. I must be closing in on the signal. Wow. Da ist aber eine Riesenmaschine da hinten. Aber vor allem irgendwo ein Lagerfeuer voraus entdeckt. Alter. A tonic. Looks just like Ross described. The signal must be coming from its head. I need to get up there. Okay, ich finde das geil, dass die einfach... Okay, ja, ich meine, gut, wenn da das Signal vorher kommt.
Radar, Klettergriff, Körper, Stärke, Trampeln. Boah, beeindruckende Viecher. Und schön glänzend, ne? Hat er diese Streifen am Nacken? Da fragt man sich so ein bisschen, wie haben sich hier... Oh, sieht das Hammer aus. Wie hat sich das hier alles entwickelt? Haben die sich so entwickelt? Prinzipiell wie eine Evolution? Oder wurden diese Viecher zum Beispiel für einen... Oh, verdammt. Für einen bestimmten Zweck gemacht? Das glaube ich nicht. Es wie... Machines quick. Oh. Gerade nochmal Glück gehabt. Kann ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Okay, das ist, bin ich zu spät scheinbar. Ah, warte mal hier. Oh yeah! Ich should be able to jump onto the tall neck from here. Ja, ganz genau wie Aloy das sagt. Okay, muss mal ein bisschen Anlauf nehmen, glaube ich. Ja! Yeah. So, perfekt. Okay, time to climb up to its head. Boah, ist das Hammer. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Sprungeinlagen in Assassin's Creed, wo man... Wobei, ich wollte gerade sagen, auf Türme hochgeht. Genauso sieht's aus, Shinlu. Bis hierhin und nicht weiter. Über Brücken. Wollen wir mal loslegen, ne? Mit dem Stab, den wir dem Verderber abgezogen haben, ne? Oder dem Modul. Oh, das ist eine Karte. Langhals abgeschlossen. Langhals Teufelsdurst. Oh, warte. Kostbelohnung. Was gab's dafür? Gab's hier für Erfahrung? Level up! Boah, da gab's die Stufe 9 erreicht. Oh, Priest, das musst du mir in die... Stimmt, das schreibt man zusammen. Das musst du mir in die Vorschläge reinschreiben. Boah, diese Weitsicht ist doch Hammer. Lass uns mal rausfinden. Ich glaube, ganz da hinten... Ja, ganz richtig. Von dort hinten, Leute. Das ist da hinten... müsste das Tor sein, wenn ich mich nicht irre. Zu den... ja, Nora-Becken. Wo wir unser ganzes Leben verbracht haben, prinzipiell. Ja, und da hinten ist diese Kriegsgrube. Aber hier sieht man das gesamte Gebiet, die Stadt. Wahnsinn. Kennst du nicht den Ranf, Priest? Der gute alte Ranf. Das kann ich hier zusammenschreiben. Danke für den Vorschlag. Auf jeden Fall gut. Ich frage mich, ob die Viecher mich eigentlich angreifen. Na, krieg ich den hier? Ah, nee. Da unten sind auf jeden Fall drei von denen, aber so gefährlich sind die mittlerweile nicht mehr, die kleinen. Weiß nicht, ob ich hier in den Ruinen noch was finden kann. Seilen wir uns mal ab. Jo! Beobachter, Ereignisprotokoll. Das, okay. Haben wir den dem Langhals abgezogen? Hm. Textdatenpunkt Maschinen. Verstehe ich nicht ganz, was das sein soll. So, Leute, jetzt aber zurück. Und die Mutter von Wahl suchen, also Sona, die Generälin. Gucken wir hier mal ein bisschen in den Häusern rum. Guck mal. Wer sucht, der findet. Alte Halskette. Die können wir ja scheinbar in Meridian dann handeln. Also tauschen. Warte, ich habe hier gerade einen Hasen gesehen. Da hinten ist noch ein Wildschwein. Markieren wir das mal. Perfekt. That'll keep my stomach quiet. Und da kommt ein kleiner Hase. Nee, der rennt weg. Ich werd verrückt, komm her! Warte mal, gehen wir mal einen anderen. Da ist noch ein Wildschweinchen. Hinten hatte ich doch auch noch einen Hase. Uh!
Perfekt. So, jetzt können wir den, jetzt wird er uns nicht mehr entkommen. Alter, ist der schnell. So, ein bisschen vorhalten. Jawollo. Da hinten ist noch ein Viech. Guck mal hier. Ein Hase nach dem anderen. Wow, wie die Sonne hier voranschreitet. Wahnsinn. Kaninchenknochen. Können wir zum Craften benutzen, glaube ich. Sind nicht so dein Ding, Xinlu? Ich glaube, für dich brauchen wir was Härteres als anstatt jugendfreie Witze, ne? This must be the rise Sona's runner told me about. Der Bogen ist schon ziemlich klasse, den wir da geholt haben, den Scharfschützenbogen. Der macht eine Menge einfachen Schaden, halt keine Elementarschaden, also damit können wir keinen Elementarpfeil reinknallen, aber was soll's. So, hier war wohl das das Lager von der Generälin Sona. So, where did she go next? Er hat ja auf jeden Fall ihre Waffe hier gelassen. That old bow has seen a lot of action. No one would have left it willingly. Will ich dir gerade sagen. Sona has taken losses. Als Soldat? Wer lässt denn hier seine Waffen da liegen? Ah, was sind das? Arrow shards. Okay, Pfeilspitzen. Dressings for wounds. Das heißt, hier haben den Zwischenstopp gemacht, um sich zu heilen. They must have taken a moment to rest. Couldn't have been easy. Ich frage mich gerade, ob wir da eventuell dann, warte mal, haben wir hier nicht irgendwas zum Scannen oder so, zum Verfolgen, so Spuren? Ich muss ja jetzt alles wirklich untersuchen. Da, hier, haben wir es jetzt. Spur markieren. So, komm, folgen wir mal. Go, 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 suchen wir die Mutter von Val. General Sona. Boots and blood. Ja, tatsächlich. Sona and her Braves headed for that ridge. Eine Menge Blut auf jeden Fall. Fragt man sich am Ende, ob eventuell. Ja. Ob eventuell die Maschinen hinter den Herren war. Was zur Hölle? Was sind das für Maschinen? Verdorbene Wächter. Verdorbene Maschinen. Verdorben sind Maschinen stärker und aggressiver als in ihren ursprünglichen Formen, was sie zu sehr gefährlichen Gegnern macht. Über Brücken unmöglich. Brutstätte keine. Schwäche Feuer und Stärke ist Verderbnis. Aber was Neues gelernt. Feuerbrüllrücken. Das ist das Gebiet hier, oder nicht? Komm, dann werten wir, wenn Feuer deren Schwäche ist, dann wollen wir doch mal gerade gucken. Ob wir uns mit denen anlegen können. Wow! Alter, die halten aber wirklich was aus. Ich habe den einen jetzt gucken, ob der zu zweit gleich angreift. Oh lol, gleich fällt er runter. Ich sehe es kommen. Jawohl, zwei davon haben wir schon umgelegt. Ich glaube, die waren zu dritt, oder nicht? Bevor ich hier runterfalle. Oh, ich nehme langsam Schaden, wenn ich in dieser Grütze stecken bleibe. Muss ich aber aufpassen. Oh Mann. Das ist aber ein, das sind so philosophische Fragen vom Xinlu. Ob das Kannibalismus ist, wenn man einen Apfel isst, der von den Nährstoffen aus der Leiche eines toten Menschen gezogen wurde. Boah, die armen Schuhe. So, weiter geht das hier. Ich glaube, schleichen müssen wir hier nicht mehr. So. Gucken wir mal, ob wir den General finden. Oh, das war knapp. Da bin ich zu spät gesprungen, glaube ich. Jawohl. Und da, zack. Und hier noch. Ah, da hinten, ja, stimmt.
Der war auch sogar verdorben. Das Wildschwein, das war bestimmt beteiligt an dem Massaker. Die beinhalten immerhin die Seelen der Menschenbohnen. Das kenne ich aber noch nicht, dass Bohnen Seelen der Menschen einfangen. Woher kommt das denn, Shinlu? Oh. Oh, das ist noch so ein Sawtooth. Scheiße, ist ein bisschen das beste Terrain, um gegen die zu kämpfen, aber. Yeah, one shot! Oh, das waren wir nicht. Ha! Oh, das muss Sona sein. Guten Tag. You're lucky I happened by. One heartbeat more and that sawtooth would have torn you apart. Naja. Half a heartbeat more and I would have killed it myself. Meine ich aber auch. So you're War Chief Sona? Varl asked me to find you. Has he held the gate? He has, bravely. I saw him kill a corrupted machine himself. But he worries for you. Our tribe needs strength. Not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the proving. I crave vengeance. Do you? You have no idea. Show me then. Lend me your strength. Follow. Ja, okay, warum nicht? Dann sind wir jetzt halt einfach mal auf Rache aus. Kann ich machen. Ja, ich meine, klar. Are just across this ridge, digging the cursed earth. Die haben, die hat ihre Tochter verloren, ne? In der Erprobung. I know of them. I killed one at Mother's Watch. A bold claim. I wonder if you'll live up to it. Hm. Ja, natürlich, die war nicht da, deswegen weiß sie nicht. Siehst du, deswegen frage ich die ganze Zeit nach Zertifikaten hier, Shinlu. Nur zum Thema. Oh Mann, schüttet das gerade. Lustigerweise könnte ich da wirklich eine Antwort liefern, Shin Priest. Ich muss mir das nur gleich nochmal angucken, wenn ich mit der Quest hier fertig bin. Wo ist denn hier gerade eigentlich ihr Squad hingegangen? Die war doch eben mit anderen Leuten unterwegs. Oder nicht? Hours ago, I sent Braves into hiding in the trees below. On my signal, they'll attack. Ah. The enemy and their demonic machines outnumber us. But we will have fury on our side. We could have more than that. Explain. That's Blaze. What we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then... Boom. Then let Boom. Us begin. Whoa, wait. Let's not rush. Give me some time to make an approach. If I end up alerting them... Open fire. All right. Let's see what you can do. Besonders stealthy sind wir hier oben auf dem Berg aber nicht gerade, ne? Komm, erstmal die Vorratskiste looten. Machen wir mal ein paar Feuerschweile, wenn wir die dann brauchen. Hm. Ah, die meint diese Fässer hier, diese gelben Fässer. Lohebehälter, verstärktes Holzfass, also Blaze, enthält Lohe, hochentzündlich. Dann haben wir diese, ja, die verdorbenen Wächter. Das sieht man jetzt wirklich, dass die Menschen, die Kultisten-Scharfschütze, dass die Menschen, die Wächter wenigstens unter Kontrolle halten können, weil die greifen die jetzt nicht an. Und hier scheinen die wohl der Sona nach. Nach irgendwas zu graben. Okay, komm, gehen wir mal auf die andere Seite, Leute. Gucken wir uns von der anderen Seite an. Bevor wir hier zum Angriff blasen. Man muss das ja richtig erstmal auskundschaften in hier. Scrapes. Lol. Okay. Ich meine prinzipiell, was passiert? Wir greifen die Wächter an, kriegen wir es? Können wir es wohl hinkriegen? Ah, warte mal.
Glaubt ihr, die schlagen Alarm, wenn wir es hinkriegen, einen von denen einen Headshot zu setzen? Ist aber, ich meine, ich wette, sofort ich angreife, greifen die Kollegen sofort an. Ich weiß nicht, ob das auch für Nahkampfangriffe zählt. Ist da was? Hier oben habe ich aber wenigstens eine bessere Position, ne? Machen wir halt mal von hier. Ich denke, ich werde mal, genau jetzt angreifen. Weil da stehen zwei nebeneinander. Jawohl. Jetzt warten wir. Komm. Ganz geschillt. Ich will warten, dass irgendjemand von den anderen, dieser eine andere Wächter, dass der in die Nähe kommt. Oh. Die suchen mich jetzt, ne? Okay, es geht los. Jawohl, der andere brennt. So. Lol. Shit. Genau. So, jetzt aber. Perfekt, Headshot. Und du kriegst jetzt auch einen Headshot. Ja. Und das glaube ich nicht. Fast. So, komm, machen wir mal wieder Feuerpfeile. Wenn ich auch bloß... Stop there. Wenn ich doch bloß angreifen könnte von dem Seil aus. Oh, verdammt. Da haben wir... einen verdorbenen Wächter. Und da ist er down. Oh, da hinten haben wir auf der anderen Seite noch welche. Also das glaube ich nicht. Also mich natürlich gesehen. Jetzt habe ich doch tatsächlich in den Baum geballert, alter Schwede. Angesteckt, den haben wir umgehauen. Ich glaube, wir werden einfach mal so ein paar Brandpfeile entzünden. Ich habe da extra vorgehalten. Ich werde verrückt, ich kriege das gerade sowas von nicht hin. Oh verdammt, da kann ich nicht runterspringen scheinbar. Ist das vielleicht gar nicht ein Gegner, Bossgegner hier oder sondern ein Alliierter? Die in Gefahr ist. Oh, scheiße, diese Grütze scheint mir aber. Die scheint mir wirklich zu legen mittlerweile. Jawoll. So, du kriegst noch einen Pfeil in den Rücken. Scheint wirklich so, als ob ich die Pfeile extra für die verschiedenen Bögen machen müsste. Da! Ah, machen wir es dann im Nahkampf. So. Rede mit Sona. Ja, ich glaube, wir haben den ganzen Laden hier platt gemacht. Also von oben aus war das auf jeden Fall kein Problem. Gut, dass die es nicht so einfach hatten, sich da zu wehren oder nach oben zu schießen. Das war nicht die beste Position für die. Gut, dann springen wir da mal runter. Ganz genau, die kommt später. Da muss ich nämlich ein bisschen ausholen für. Maschinenkleinteil, so. This wasn't all the killers. Da hat sich ihre Rache. The war party massacre. If I have to chase their filthy shadows from here to Spear's Reach, I will. You're hurt, losing blood.
My health is not your concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right, Warchief. Ja, guck mal, Val kommt aus dem Nichts. Time to close. Val, what are you doing here? I ordered you to hold that gate with your life. And so I did, until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location. Von dem Hinterhalt. I left the gate well guarded. My place is here, with you, with our vengeance. Am I not owed that? Maybe I should have a look around. See if I can figure out where the rest of the killers are. Do as you wish. Everyone else does. Mother. Dieser war snappy. Naja, der hatte auch seine Schwester verloren, ne? Also, da soll die Mutter ja mal nicht so tun, als ob er was. Ich meine, ich will jetzt sagen, Rache verdient hat, aber Rache verdienen ist immer so eine Sache, nicht wahr? Scheint aber auch so von Sona. Naja, Sona ist nicht nur Rache, nehme ich an, weil sie ist natürlich auch die Generälin. Wow, was ist denn das hier für ein Teil? Haben die die ausgegraben? Das ist ja ein Verderber hier. Oder nicht? Aber graben die aus? Oder graben die was anderes aus? Seht ihr das? Das ist doch so ein Verderber an dem Kran. Also das heißt, hier haben sie die Verderber ausgegraben, schätze ich. Um damit die anderen, ja, Maschinen zu kontrollieren. Achso, ich sollte mich hier unten umsehen. Muss ich wahrscheinlich wieder runter. Na, wo kann ich mich denn umsehen? Hier an den Spuren eventuell? Folge der Lore-Spur. Vielleicht haben sie irgendwo Pläne, wo sie das Zeug hinschaffen wollten. Dann finden wir den Rest, den Soma angesprochen hat. Also muss ich das scannen? Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men. Here in the Ring of Metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter. Ring of Metal? Safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures. Or suffer the consequences. Supply Master Thrawn, out. A blaze stockpile inside their base. Sabotage that, and we win. Ja, boom, wie die gesagt hat. Die scheinen aber gut organisiert zu sein, diese, die Kollegen, ne? I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Damn them. The Ring of Metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. Gibt's hier irgendeinen Ort, der nicht verboten ist? Beg them to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, Warchief, break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes and launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. Okay, Red Echoes, die Spur der Kriegsherren. Ah, das war die Quest, die wir abgeschlossen haben. Na, kriegen wir die EP noch gut geschrieben, oder? Ja, da. Oh, das war jetzt aber nicht so viel. Die Rache der Nora. Jetzt sind wir auch schon Level 12 und da ist das, die Sucherin vor den Toren. Also sind beides Hauptquests. Gucken, wo das auf der Karte ist. Scheint weit weg zu sein, ne? Genau. Hier war ja, nee, hier war der Bunker. Hier war der Hinterhalt. Hier habe ich sie getroffen und ja, hier war die Ausgrabungsstätte. Gucken, wo ich hin muss. Wett? So helle? Ach, hier hin! Das ist aber weit im Norden nochmal. Heftig. Ein Metallring. Wir befinden uns hier im Herr der Ringe-Universums, nicht wahr? Vielleicht ein Ring, um die Maschinen zu knechten. Nur von den Plebteilen. Was haben wir denn sonst so hier alles auf der Karte freigeschaltet? War das alles von dem Langneck? Nicht sicher, was das hier sein soll. Was ist das? Ich bekomme da nicht... Vielleicht muss ich da erst richtig hingehen.
herauszufinden, was ich da finde. Ja, hier war der Bunker. Ich glaube, das sind neue Quests, Nebenquests. Ich würde vorschlagen, wir machen die ein andermal. Weil wenn wir jetzt hier schon mal so in der Nähe sind, können wir eigentlich, was haben wir hier, Banditenlager, rede mit Nil. Ach, das war der Typ mit den Reflektoren. Das ist ein Banditenlager. Da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie angeschleicht kommen. Ja, dann Wal. Kann ich noch irgendwas mit dem Wal besprechen? Aloy. Oh. Thank you. You might take that back when you see what I'm getting us into. Schon interessant, ne? Dass seine Mutter dann so schnell eingelenkt hat. Nicht, dass die das Ganze hier mal ein bisschen zu persönlich nehmen und dafür den Rest der Armee aufs Spiel setzen. Aber andererseits, ich weiß nicht, was meint ihr? Würdet ihr dann mit der Armee von der Noah, wenn die jetzt zur Hälfte dezimiert ist, wirklich den Angreifer nachrennen? Dann eventuell den Rest von der Armee aufs Spiel setzen? Oder eher zurückziehen? So, ich sammle hier mal ein paar Heilkräuter. Never know when I might need these. Mhm. Ich wahrscheinlich sehr bald brauchen, Alter. So. Ein paar Füchschen da. Varl spoke of a bandit camp and some metal ruins. That must be the place there. Best keep an eye out around here. Oh, das ist aber eine Riesenanlage. Alter Schwede. Da haben sie aber richtig, alter Schwede. Dass sie, guck mal, wo wir jetzt bei Herr der Ringe sind. Metallring. Guck mal, nee, das sieht aus wie ein Orklager. Sind das Leichen? Ne, es ist. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gespottet werde. Stocking up. Wie weiter? Ich sollte ja mit Nil sprechen. Aber das ist Wahnsinn, wie sich die Farbgebung so schnell ändert. Ha! Warum mal den Trutran hier umhauen? Schön versteckt bleiben. Aber der Nil muss natürlich auf der anderen Seite von dem ganzen Lager hier sein. Ich werde jetzt nicht über die... Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme oder ob es so steil ist. Ich probiere es einfach mal. Wir sind direkt in Mordor, haben das schwarze Tor verpasst, sind da vorbeigelaufen. Was haben wir denn hier? Altes Gefäß, You Fly. Alter Kranz. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer. Ja, da haben wir immer ein bisschen was zum Handeln. Finde ich cool. Finde ich super, also. Das ist, ach, das ist ja ein Kollege. Nicht so wie in Fallout, wo der ganze Schrott nichts wert ist, sondern hier kann man scheinbar damit handeln. I'm glad you came. You're glad. Why? Call it a shared interest. And call me Nil. Dach, Nil. Look there, those old rocks. Wie null? A bandit clan squats under them. Disturb the rocks and they'll come wriggling out. Worms that they are. Bandits. Why have they come here? The Nora are in trouble, and rumors spread like blood. With no braves to guard the border, killers hungry for sport slip right through. My partner and I shadowed these scum for days. Good tracker, but he went on ahead without me. We talked about this kind of behavior. Still, I understand. Leave it too long, your fingers itch for the bowstring. Say, how about you and I work together? Kill them all. Die umbringen? Ja, fragen wir erstmal, wer es ist. Aber Shinilu sagt auch schon, der bekommt direkt einen Sympathiestempel. Fragen wir mal, wer das ist, der Reflektor-Typ. Aber ist richtig, ne? In dem Moment, seit wann war der Angriff? Wochen oder nicht? Dass die Banditen ankamen, nachdem die Nora geschwächt waren. Ich weiß dich nicht. Und ich habe keine Grund, dich zu vertrauen. Vertrauen ist ein rares Egg zu finden, nicht wahr? Ich bin nur ein Traveler. Mit einem Bogen, ein Concern über den Zustand dieser Länder. And a missing partner.